Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Klaus. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite hier im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Wir haben mal wieder was von Segal für euch. Das hast du schon mal vorgestellt, glaube ich, zusammen mit dem Matthias, ist das richtig? Nein, das Video ist gedreht. Zum Zeitpunkt, in dem wir das drehen, ist es noch nicht gesendet worden. Vielleicht kommt das aber vor dem. Und der Matthias und der Micha haben zusammengesessen und haben es präsentiert. Der die beiden Teil war mir schon wieder zu kompliziert. Die anderen waren im Urlaub und ich habe jetzt so viele, ich bin so oft vor der Kamera gewesen in letzter Zeit, die beiden sollten auch mal wieder. Ja, das macht Sinn. Und der Matthias hat es gebaut. Okay. Die von Wangi habe ich gebaut. War auch nicht schlecht. Die ist kleiner, die hier ist... Schon. Ich habe die in Bielefeld im Store, da standen sie beide gerade nebeneinander, da habe ich sie mal verglichen. Also die Segal hat deutlich mehr Teile, ist auch detaillierter. Aber heute geht es nicht um deine Kathedrale, sondern heute geht es um die hier, die Basilius-Kathedrale, direkt am Roten Platz in Moskau. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gebaut, meine Frau hat es gebaut. Ich bretter irgendwie momentan nur noch durch Deutschland, um mir irgendwelche Shoppingcenter anzuschauen. Da geht es mit Megaschritten geht's weiter. Hm. Berlin, 3. September, gerade eröffnet. Dann, Bielefeld, ganz genau. Berlin ist dann das nächste, das A10-Center. Dann höchstwahrscheinlich 2 Wochen später Leipzig. 2 Wochen nach Berlin. 2 Wochen nach Berlin. Die arme Logistik bei uns, die müssen ja das ganze Zeug hinschicken. Wir haben ein tolles Team. Also wir haben wirklich ein tolles Team, muss ich an der Stelle echt nochmal sagen. Alle Beteiligten da wirklich Sahne. Und auch ein großes Lob an unsere Store-Manager. Denn Store-Manager klingt so wie, das ist ein hochtrabender Name, das sind die Chefs in Hagen. Aber nein, die überwachen auch die ganzen, die Eröffnung der anderen Stores, die managen das. Ja, die überwachen das, schon, das nicht nur, die sind da am Wuppen bis sonst wann. Also die haben echt einen Knochenjob. Der Tobias und der Philipp, Grüße auch an euch. Und nach Leipzig, wo wir in das Nova Eventis, ehemalig Skala Park, gehen werden, wahrscheinlich, das ist noch nicht 100%, danach gehen wir nach Nürnberg, dann auch wieder 2 Wochen später, Nürnberg-Langwasser. Das ist also auch sehr schön zu erreichen, auch von der Autobahn, keine 10 Minuten von der Autobahn. Und dann bin ich im Moment am Gucken. Ich bin am Gucken für München, Wolfsburg, Hamburg bin ich am Schauen. Also das geht dort mit großen Schritten weiter. Aber jetzt hier erstmal zurück nach Moskau. Da war ich übrigens auch schon in der Mall, muss man sagen. Das war mal ein Kaufhaus, das Kaufhaus Gumm. Das ist doch ganz berühmt, ja. Ganz berühmt. Ich glaube, das steht sogar auch am Roten Platz. Ja, im Prinzip ja. Also am Roten Platz direkt hast du die Kremlmauer. Und dann steht das hier daneben. Ich muss mal gucken, es gibt ein Bild von mir, wie ich davor stehe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das dem Severin gebe. Aber mehr Haare habe ich da auch nicht als heute. Und dann sind es... Nee, das ist sogar direkt an der anderen Seite vom Roten Platz. Ich habe nämlich hierfür ja ein bisschen auf Wikipedia recherchiert, aber so einen Plan gesehen dieses Roten Platzes. Und dieses Gumm ist eines der Wahrzeichen neben dem Kreml und neben dieser Kathedrale. Und nicht nur das Gumm, sondern, ob du es glaubst oder nicht, die Toiletten im Gumm. Ich meine, das sieht von außen aus schon wie ein Palast, dieses Kaufhaus. Die Toiletten, das kostet irgendwie 3-4 Euro da. Und ich war geneigt, da ein Foto zu machen. Ich habe es dann auf der Toilette habe ich sein lassen. Aber also die Toiletten sehen aus wie ein Palast. Es gibt im 3. Stock gibt es nochmal Toiletten, die sind gratis. Da stehst du aber eine halbe Stunde davor. Gut, aber zurück zur Basilius-Kathedrale. Wie gesagt, meine Frau hat es gebaut. Und ich glaube, bunter geht nicht, ne? Nee, also wenn ich Kopfschmerzen habe, darf ich so ein Set nicht bauen, weil dann bin ich farbempfindlich. Ja, ich hab so eine Migräne manchmal und dann sind halt grelle Farben. Aber ist schön. Ich meine, es ist auch, das Original ist ja auch bunt. Das Original ist so. Jeder Turm ist anders. Seit dem 17. Jahrhundert habe ich gelesen. Ursprünglich, die ist ja schon 1560 oder so ist die errichtet worden. Die ist ganz schön alt und ursprünglich war die weiß mit Blattgold an den Türmen. Was der Marco wieder alles weiß. Ne? Ja. Und dann im 17. Jahrhundert haben sie so umgestaltet. Und seitdem hat sie halt dieses Rot-Weiß an den Wänden und an den Türmen. Jeder Turm ist irgendwie anders gestaltet. Was kann man schöner und bunter machen?
aus Normstein als das. Ja, dagegen ist da deine Kathedrale hier, ist ja geradezu farblos. Geradezu farblos, ja. Ist mal was, ist was ganz anderes und passt halt auch gut zum Original. Und mir gefällt, dass jeder Turm, abgesehen von den beiden, die halt identisch sind, die Türme haben alle eine unterschiedliche Bautechnik, wie man diese Zwiebeltürme baut. Weil ich meine, das ist anders gebaut als das, ist anders gebaut als das, ist anders gebaut als das. Meine Frau sagte gleich, Klaus, du, das ist aber nichts für Grobmotoriker. Das ist also wohl schon hier ein bisschen, klar. Es hält, also es ist nicht, aber man ist schon ein bisschen friemelig. Irgendwann zwischendurch hat sie auch mal gerufen, Klaus, mir fehlt ein Stein, das erste Mal fehlt mir ein Stein. Und was war? So ein kleines 1x1-Plate, war innen drin in einem 2x2-Block. Ah, ja. Fies. Ja. Man kann sich auf Internet Tutorial-Videos anschauen, wie man am besten diese Becher in Lego-Stores füllt, weil man da ja immer einen Becher voll macht. Und dann gibt es halt Leute, die diese kleinen 1x1-Fliesen in die 2x4er reinstecken, damit mehr in den... Bei uns wird das pro 100 Gramm bezahlt, da ist es völlig egal. Und wenn ihr drei Becher... Also ihr müsst das nicht ineinander stecken. Das ist ich habe aber letztens mal ein Video auf YouTube gesehen, da hat jemand von dem Lego verkauft, da machen die das also auch 100 Grammweise. Ja, also nicht mit Bechern, sondern kosten 100 Gramm, glaube ich, 9 Euro. Ja, im Legoland Deutschland, wo ich ja mal in der Nähe gewohnt habe, ein Jahr lang, ist das auch so. Da kosten 100 Gramm 9 Euro oder 8,10 Euro, wenn du diese Merlin-Jahreskarte hast, da ist dann irgendwie ein kleiner Rabatt dabei. Okay. Ja. Bei uns 3,99 oder 3,95. Wenn man 500 Gramm oder mehr nimmt. Aber wenn ich schon bei diesen, Teilen bin, ich habe mir mal zwei Becher genommen, das waren dann irgendwie 512 Gramm, perfekt, zack, hier. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, als ich hier den Speedbuild gemacht habe mit den kleinen Senkio-Tüten, habe ich es schon mal erwähnt. Wir machen hier auf Anregung von Marco hin eine Megabrick-Bar in Flörsheim. Wird irgendwann Ende dieses, Anfang nächsten Jahres Realität werden. Dann kriegt ihr 5, 6, 7.000 verschiedene Steine hier in der Brickbar im Lagerverkauf in Flörsheim. Solange ich nicht zugegriffen habe, dann sind es ein paar weniger. Ich weiß, wo sich der Marco dann immer rund treiben wird. Hier hat meine Frau mir noch ein, zwei Dinge mit auf den Weg gegeben. Und zwar, ich zeige euch das mal in der Anleitung. Du hast, das ist diese Ebene hier. Erst grün, dann gibt es einmal eine grüne Ebene. Das seht ihr hier auf Seite 26 in der Anleitung, wo das also auf die Außenmauern aufgesetzt wird. Und dann kommen auf die grünen Platten, das seht ihr auch hier, noch ganz viele rote. Oh nein, ja, das kann nicht funktionieren. Ja? Ja, das du drückst es rein und drückst es runter und dann... Du musst also, ja, wenn man große Plates auf große Plates drückt, muss man an jeder Stelle von beiden Seiten gegenhalten können. Und wenn, ja, das geht nicht. Ja, also an der Stelle ein Tipp an euch. Nicht wie in der Anleitung beschrieben, erst die ganze grüne Lage machen und dann, wenn das schon auf den Außenmauern drauf ist, die rote noch versuchen, da drauf zu drücken. Das wird nicht wirklich gut funktionieren, sondern diese beiden Schichten erstmal separat aufeinander setzen und dann komplett auf die Außenmauern. Ich würde die grüne Schicht einfach mal getrennt vom Rest ausbreiten, die rote Schicht draufsetzen und dann gemeinsam als ein Dach quasi. Genau. Ja, das geht am besten. Was sie auch noch erwähnt hat übrigens, und man sieht das hier, das ist alles, was über ist. Hm? Das ist nicht viel. Nee, auch bei dem riesigen Potala-Palast habe ich gerade heute das Video gedreht, ist auch kaum was übrig. Die werden dort genauer. Das heißt, es ist nicht mehr so viel mehr drin als nötig. Es fehlt aber auch nichts. Ich habe das bei meinem letzten Besuch in einem Werk gesehen. Das gibt eine etwas geupdatete, wie auch immer, Generation von Maschinen, die diese Sachen packen, womit sich das dann wohl nochmal genauer packen lässt, was dazu führt, dass noch seltener was fehlt, aber auch dazu führt, dass wir nicht mehr hier irgendwie nochmal 200 Bonussteinchen haben. Was ich zu dem Set auch sagen muss, hier gibt es einige Teile wieder mal in Farben, die ich so noch nie gesehen habe. Also
die Mauersteine in Orange, ist ja eine recht knallige Farbe, noch nicht gesehen. Hier diese gelben Eisbecher, oder hier dieses Yellowish Green, gibt es sowieso nicht allzu viele Teile, so sagen wir mal jetzt bei Bricklink aus von Dänemark oder wie auch immer. Aber hier sind wieder viele Teile in neuen Farben dabei. Viele Farben da. Ja, auch die weißen Mauersteine hier. Meine Mauersteine sind immer toll, jetzt auch mal in weiß. Ah, die haben wir aber selbst schon irgendwo verbaut. Ich glaube, in der Polizeistation, kann das sein? Gibt es, glaube ich, weiße Mauersteine. Sand Blue? Doch, kann sein, ja. Sand Blue und weiß, ja, genau. Oder nicht, in der Tankstelle, die waren, glaube ich, gelb. Ne? Ist das hier ein, das ist ein Sticker hier, ne? Ja, das ist ein Sticker. Also ein Sticker ist dabei. Ja. Was steht denn da drauf? Hier riesengroß Russia und ganz klein St. Basil's Cathedral. Okay, hätte ich jetzt. Aber, ja. Wenn du so die Weltreise zusammenstellst, ist erstmal wichtig, dass das jetzt Russland darstellt. Ja. Na? Sehr schick, auf jeden Fall. Schön bunt. Ivan der Vierte, Ivan der Schreckliche wurde er ja genannt, hat die in Auftrag gegeben. Und der Legende nach, hat er den Erbauer der Kathedrale gefragt, ob er noch einmal so etwas Schönes bauen könnte. Woraufhin der geantwortet haben soll, ich könnte noch viel schönere Sachen machen. Und Ivan der Schreckliche ihm die Augen ausstechen ließ. Laut Legende. Das stimmt aber nicht. Der Architekt hat noch weitere schöne Gebäude gebaut. Okay. Und die Kapelle des heiligen Basilius wurde erst 4 Jahre nach Ivans Tod der Kathedrale hier so an der Seite hinzugefügt von genau diesem Architekten. Ich glaube nicht, dass der ohne Augenlicht noch... Wohl war. Also das ist eine Legende. Ist halt eine schöne Legende, weil dieser Ivan der Schreckliche, der war ja angeblich so streng und so. Und das ist halt eine der... Also ich frage unsere Designer vorsichtshalber ja nie, ob sie noch was Schönes haben. Ja, also, genau. So, aber dann fass doch mal zusammen, Marco. Ja, diese Basilius-Kathedrale von Segao hat die Setnummer QL0961. 2894 Teile für 99,95. Momentan minus diese 3%, ne? Dank Frau Merkel. 35 cm breit, 24 tief und 37 cm hoch. Und deine Frau behauptet, der Aufbau ist guter Durchschnitt. Ja. Ja, okay. Nichts für Grobmotoriker, wie gesagt, aber... Ja, dieses 6 Plus auf dem Karton, das kannst du, glaube ich, bei dieser Art zu bauen eher wobei vergessen. Sie schreiben ja auch hier so schön... Facilitate communication between children and parents. Ja, also ist Segao oder was hat Olli mir gesagt? Jurgao, wie man es in China aussprechen würde, quasi dafür da, Kommunikation zwischen Eltern und Kindern und ihren Kindern zu ermöglichen. Finde ich doch klar. Weil die Kinder die Eltern um Hilfe bitten beim Aufbau dieser. Also ich sag mal, Noppensteine ist doch wirklich was, das kann echt die ganze Family. Noppensteine ist was, ne? Generationenübergreifend, das ist richtig. Baust du zu Hause immer nur alleine oder baust du auch mal mit deiner Family? Ich habe vor einiger Zeit ein großes Set für die Firma aufgebaut und mir gegenüber hat sich meine damals noch 15-jährige Tochter gesetzt und hat was anderes für die Firma aufgebaut. Und dann haben wir so gemeinsam gebaut, das war echt schön. Sie haben so lustige Mini-Blocks-Teile gezeigt. Ich glaube, das war so eins von den Lots Mini-Blocks China-Gebäuden, die Apotheke oder so, hat sie gebaut und ich habe zu der gleichen Zeit was anderes gebaut. Ich glaube, es gibt nicht so richtig viele Sachen, wo man mit einem 15-, 60-jährigen Sohn oder Tochter tatsächlich als Eltern noch was zusammen macht. Ne? Das sei denn, man spielt gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, Minecraft oder sowas. Ja, das ist richtig. Schön. Und meine kleine Tochter, die holt zu Hause mein Maritimes Museum oder meinen Toy Store aus dem Regal zusammen mit meinen ganzen anderen Modulars, lädt eine Freundin ein und dann wird da hier noch ein Bett reingesetzt und da wird gespielt und da wird gespielt, dann ist der Tisch voller Gebäude. Und da hast du keine Angst um deine teuren Sammlerstücke? Nein, der Lego-Movie war ein schöner Weckruf, weil der Metaplot dieses Lego-Movie ist ja, ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber der Film ist ja auch schon älter, dass ein Sohn mit der Lego-Sammlung seines Vaters spielt, der Vater aber nicht will, dass an der Sammlung irgendwas verändert wird, weshalb er anfängt, die Sachen miteinander zu verkleben. Und der Kleber, der Crackle, ist dann so das große Böse und der Held muss das besiegen und so. Und am Ende sieht der Vater ein, dass sein Sohn doch auch mit der Sammlung spielen darf. Und dann darf aber die jüngere Schwester auch. Und dann greifen die Duplo-Monster an. Das ist das Ende des ersten Teils. Da bin ich 1000% dabei. Die Sachen sind zum Bauen da. Das fertig zu bauen, im Regal verstauben zu lassen, weil man hofft, das ist in 10 Jahren irgendwie mal 100 € mehr wert. Also das ist einfach nur traurig. Also
Ich möchte nicht, dass sie meine alten Modulas auseinanderreißt, aber dass sie da noch was reinbaut oder so. Und damit spielt es vollkommen in Ordnung. Schön. Ich denke für heute, Marco. Für heute war es das. Sind wir durch, ne? Jetzt haben wir auch fast, also jetzt haben wir eigentlich alle der neuen Segao-Sets aufgebaut. Zu den meisten haben wir schon Videos gedreht, in welcher Reihenfolge wir die senden. Aber noch nicht das gebracht. Noch nicht alle. Die kommen noch. Also ich habe mit Olli diese Yue Yang Pagode, diesen Turm vorgestellt, ein Video gemacht zum Potala Palast, zur Kathedrale Notre Dame, zur Basilius Kathedrale und die Melissa hat die Titanic, die kleine Titanic von Segao aufgebaut. Auch das, da wollen wir noch ein Video drehen. Und jetzt haben wir auch die Piratenschiffe. Das dritte kommt noch, ne? Hier oben die kleine Brig, die Brigantine. Kommt noch. Und da kommt noch viel mehr. Ich habe schon mal erste Infos bekommen, was Segao alles noch in der Pipeline hat. Mhm. Das ist richtig cool. Es kommen zum Beispiel noch weitere Piratenschiffe, noch größer auch teilweise. Ja. Es kommen Zubehörsachen dazu. Es kommt auch in diesem Architekturbereich noch ein bisschen was. Also Segao geht da deutlich nach vorne, aber nicht nur Segao, auch ansonsten. Was also dort alles in Entwicklung ist bei den verschiedensten Herstellern in China, das ist schon mega faszinierend, einfach diese Vielfalt. Ja, also da musst du nicht sagen, was gibt es jetzt als Neuheit und da baue ich dieses Jahr einen Bagger und nächstes Jahr baue ich ein Flugzeug, weil es halt nichts anderes gibt. Ja, ja. Sondern du kannst heute echt sagen, mich interessieren halt die Schiffe und die Architektur, das möchte ich gar nicht, aber dann musst du nicht irgendwie 3 Jahre warten, bis ein neues Schiff kommt, sondern du wirst da regelmäßig in den einzelnen Nischen kommen regelmäßig Neuheiten, auch bei Xingbao, da machen wir ja einiges zusammen mit denen, wo wir in Vorbereitung sind, also boah, das werden die letzten 12 Monate waren ja schon ziemlich genial, muss ich sagen, von dem, was da alles gekommen ist. Das ist nichts im Vergleich, was die nächsten 12 Monate alles kommt. Super. Und ich habe bei Nadja am Montag was auf dem Monitor gesehen. Ich habe erst die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil mittlerweile will ich unbedingt, dass wir das bestellen. Es gibt nämlich Nischen, die gibt es gar nicht. Und es gibt Sets, von denen dachte ich nicht, dass es sie jemals geben würde. Aber es gibt von Lotz ja so Mini-Block-Sets. Ja. Ich habe Produktbilder gesehen von einem Lotz Mini-Blocks Panzer in Pink. Ja. Mit Schleifchen, Queen Schriftzug drauf, mit Herzchen, die Rollen sind in Blau und so. Also bunt, kunterbunt, also quasi Pastellfarben für Mädchen und ein Fantasiepanzer, also auch nicht irgendein Tiger oder so, irgendein Ding, das halt, also wer braucht das, dachte ich mir am Montag und mittlerweile denke ich mir, ich brauche das, ich finde das so abgefahren, ich finde dieses Ding so irre. Das, für mich ist das ein satirisches Set, weil das halt zwei Dinge, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Vielfalt, das finde ich so genial dabei. Ich bin nicht der Meinung, dass nun alles, was da kommt, nun gleich die super Geschichte ist oder so, sondern das finde ich wirklich super. Die, so groß wie diese Welt inzwischen ist, so viele verschiedene Dinge, die es da gibt, wo wirklich jeder was findet. Und zwar nicht irgendwas, sondern genau das, was dich interessiert. Und wenn du sagst, ich finde, keine Ahnung, Architektur gut, dann kannst du sagen, aber nur die Moderne und nicht die Klassiker und du findest immer noch genug attraktive Artikel. Genial. Und wie man an unseren Kommentaren unter den Videos sieht, man kann es nie allen recht machen, aber man macht es immer jemandem recht. Es gibt immer jemanden, der sagt, genau das ist toll, das wollte ich haben. Es muss nicht jedes Set jedem gefallen. Ich finde das absolut okay, wenn jemand sagt, was weiß ich, was soll ich mit einem rosa Panzer, so Mist. Ja, so, aber andere sagen mir, ey, ein rosa Panzer, das ist doch mal cool. Oder wir haben jetzt eine Rose und Herzchen aus Diamond Blocks, ja, genau. Diamond Blocks bekommen. Ja? Einfach diese Vielfalt von Panlos, eine Serie Dinosaurier. Schön gemacht von einem anderen chinesischen Hersteller. Große Bäume, ich glaube 6.000, 8.000 Teile pro Baum. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. In 4 Jahreszeiten. Ah, schön. Ja, einmal nur mit Geäst, einmal mit bunten Blättern, einmal mit Blättern, die nachts leuchten.
dieses Phosphorisieren. Oh, die Teile will ich also, haben, ja, was kann man damit anstellen? Na, aber diese Vielfalt, ja. ich finde das sowas von toll und da wird es noch viel, viel interessanter in den nächsten 12 Monaten, als es im letzten schon war. Das heißt, die Noppensteinwelt ist ungefähr so bunt wie diese Kathedrale. Mindestens. Schaut öfter mal rein bei uns im Onlineshop. Wir kündigen die Sachen da ja an mit Bild, damit ihr schon so ein bisschen Vorgeschmack bekommt auf das, was da alles unterwegs ist. Und wir brauchen auch noch viel, denn ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Drum demnächst gibt's mehr. Euch viel Spaß beim Bauen. Bis demnächst aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Euer Klaus. Und euer Marco. Macht's gut. Tschüss.